Seiten. Sehr guter Tag für die Patientinnen und Patienten in Deutschland, insbesondere für die Patientinnen und Patienten, die eine Krankenhausversorgung benötigen. Es ist aber auch ein guter Tag für die Krankenhäuser selbst, die größte Krankenhausreform seit 20 Jahren. Ich bleibe dabei, es ist eine Revolution in unserem Krankenhaussektor, weil wir hier drei große Probleme angehen, die in unseren Krankenhäusern seit mindestens 10 Jahren bestehen, wahrscheinlich länger. Zum einen, wir haben Probleme bei der Versorgungsqualität. Es wird in Deutschland zu viel Versorgung erbracht in Krankenhäusern, die dafür nicht ausreichend spezialisiert sind. Also wir haben einen Mangel an Spezialisierung in der Behandlung, obwohl wir Spezialkliniken haben, die wir aber nicht ausreichend auslasten. Zum Zweiten, wir haben also eine zu starke Ökonomisierung unseres Krankenhaussystems. Die Fallpauschalen, die wir einsetzen, führen dazu, dass die Krankenhäuser ihr Budget erwirtschaften können nur über viele Fälle. Daher werden auch viele Eingriffe gemacht, die medizinisch gar nicht notwendig sind. Zum Beispiel ein großer Teil der Knieoperationen oder der Hüftoperationen, der Wirbelsäulenoperationen. Das sind Eingriffe, die häufig medizinisch nicht notwendig sind. Das sind aber dann Fälle, die gemacht werden, weil diese Fallpauschalen für die Kliniken notwendig sind, weil sie sonst einfach nicht ihr Budget zusammenbekommen. Und zum Dritten, wir haben eine enorme Bürokratie, weil eben diese Systematik der Fallpauschalen dazu führt, dass die einzelnen Fälle dann auch überprüft werden müssen. Lag der Fall lange genug oder zu lange im Krankenhaus, war er überhaupt nötig? Ein Drittel der Arbeitszeit von jungen Ärztinnen und Ärzten geht für die Bürokratie mittlerweile verloren. Das ist nicht akzeptabel. Diese drei großen Probleme gehen wir an, also mangelnde Spezialisierung, zu starke Ökonomisierung und zu viel Bürokratie. Wie machen wir das? Indem eben das System der Spezialisierung eingeführt wird durch Leistungsgruppen. Diese Leistungsgruppen bekommt nur die Klinik, die die Qualität für die Eingriffe dann auch hat. Diese Qualität wird zum Beispiel dann dargestellt, indem man dafür ausreichend viele Fachärztinnen und Fachärzte haben muss, indem man auch andere Spezialeingriffe machen kann und indem man genug Fälle macht, indem man ausreichend Erfahrung mit diesen Fällen hat. Somit Leistungsgruppen bilden die Qualität in Zukunft ab und nur derjenige kann die Leistungsgruppen anbieten, der ausreichend spezialisiert ist und genug Fälle macht. Das ist das erste Problem, bessere Qualität. Das zweite Problem, diese Ökonomisierung. Wir gehen weg von den Fallpauschalen und geben 60% des Budgets über Vorhaltepauschalen an die Krankenhäuser. Diese Vorhaltepauschalen werden gezahlt, unabhängig von der konkreten Fallzahl, sodass die Krankenhäuser, die eine Leistungsgruppe haben, 60% des Budgets über eine Vorhaltepauschale bekommen und somit die Notwendigkeit, jeden einzelnen zusätzlichen Fall zu erbringen, wegfällt. Und zum Dritten, weil das dann so ist, muss auch nicht jeder Fall mehr bürokratisch kontrolliert werden, ob er notwendig war oder nicht, ob ein Tag zu wenig oder ein Tag zu viel gelegen wurde. Wir haben dann eine andere Situation. Diese Reform ist dringend notwendig, weil wir haben im Moment in Deutschland um die 1700 Krankenhäuser. Da muss man klar sagen, das sind zu viele Krankenhäuser. Deutschland hat nicht den medizinischen Bedarf, nicht das ärztliche Personal und auch nicht das pflegerische Personal für 1700 Krankenhäuser. Wir haben auch nicht die finanziellen Mittel dafür. Somit weder der medizinische Bedarf noch das Personal noch die finanziellen Mittel sind vorhanden für 1700 Krankenhäuser. Wir müssen die Struktur ökonomisieren in dem Sinne, dass die Leistung zählt, die Qualität zählt und dass die Häuser, die man auch wirklich benötigt, dass die auch eine auskömmliche wirtschaftliche Basis haben. Zum Zweiten, wir haben derzeit die Situation, jedes dritte Bett steht leer. Wir haben also auch viel zu viele Betten. Und darüber hinaus haben Studien gezeigt, wenn wir mehr spezialisieren würden, dann würden mehrere 10.000 Menschen pro Jahr zusätzlich überleben können, wenn ihre Schlaganfälle, Herzinfarkte oder ihre Krebskrankheiten in den Kliniken behandelt würden, die dafür besonders geeignet sind. Somit zehntausende Menschenleben können durch diese Reform gerettet werden, wenn demnächst die planbare, spezialisierte Versorgung in den Kliniken stattfindet, die dafür besonders geeignet sind. Dieses Gesetz war nur möglich, weil wir 2 Jahre lang sehr eng zusammengearbeitet haben, die Fraktionen, die Bundesregierung,
aber auch die Länder. Die Länder haben bis auf ein Land allesamt diese Reform in Eckpunkten unterstützt. Die Länder haben in den letzten Monaten zahlreiche Vorschläge gemacht, die die hohen Qualitätsanforderungen, die das Gesetz mit sich bringt, aushöhlen würden. Diese Vorschläge haben wir nicht aufgegriffen. Für den Bund ist eines klar: Wir werden bei dieser Reform von dem Ziel, die Qualität zu verbessern, nicht abrücken. Das heißt, Zugeständnisse bei der Verbesserung der Qualität, wie von einigen Ländern gewünscht, werden wir nicht machen können. Die Länder haben andere Vorschläge gemacht, mehr Entbürokratisierung oder noch weitergehende Öffnung der Krankenhäuser auch für die ambulante Versorgung. Da wird der Bund sich bewegen. Der Bund wird sich bewegen bei zusätzlicher Entbürokratisierung und bei mehr ambulanter Versorgung durch Krankenhäuser, aber nicht bei der Qualitätsfrage. Da wird der Bund hart bleiben. Darüber haben wir uns heute auch noch einmal im Kabinett verständigt. Es ist die einhellige Meinung aller Kolleginnen und Kollegen im Kabinett und auch die des Bundeskanzlers, dass wir bei der Qualität der Versorgung keine Abstriche für diese Reform machen können. Schließlich lassen Sie mich darauf hinweisen, weil es oft gesagt wird, die Daseinsfürsorge. Diese Reform wird erstens dazu führen, dass die kleinen Krankenhäuser, die wir auf dem Land benötigen, oft als sogenannte Level 1i-Kliniken oder sonst als kleine Krankenhäuser, dass die eine bessere wirtschaftliche Zukunft haben. Diese Krankenhäuser werden durch die Reform geschützt. Es werden keine kleinen Krankenhäuser auf dem Land abgebaut, nicht durch diese Reform. Das ist schon allein deshalb so, weil wir mit zusätzlichen Zuschlägen arbeiten für die Geburtshilfe, für die Kinderheilkunde, für die Schlaganfallversorgung, für die Traumatologie, also die Unfallversorgung, und auch für die Intensivmedizin und die Notfallversorgung. Das heißt, diese insgesamt 6 zentralen Bereiche der Daseinsfürsorge, die man auch in den kleinen Kliniken auf dem Land überall benötigt, werden besser finanziert im Vergleich zu heute. Daher wird die Reform die kleinen Krankenhäuser auf dem Land im ländlichen Raum halten können. Das sind Häuser, die sonst keine Zukunft gehabt hätten. Die Umsetzung der Reform wird insgesamt etwa 10 Jahre dauern. Dafür haben wir einen Transformationsfonds vorgesehen von insgesamt 50 Milliarden Euro. Die Hälfte davon wird von den Ländern bezahlt, die andere Hälfte von den gesetzlichen Krankenversicherungen. Das ist auch sinnvoll, weil dort auch die Einsparungen durch diese Reform zustande kommen. Und lassen Sie mich zum Schluss auch darauf hinweisen, diese Reform wird sehr früh ihre Wirkung zeigen, weil wenn die Länder jetzt die Leistungsgruppen zuweisen, wenn wir öffentlich machen, welche Krankenhäuser welche Leistungsgruppe in Zukunft bei welcher Qualität erbringen können, dann werden die Patienten natürlich auch die Krankenhäuser bevorzugen, die hier besonders gut aufgestellt sind. Dazu wird auch der Bundesklinikatlas einen wichtigen Beitrag leisten, den wir schon am jetzt kommenden Freitag online schalten werden, sodass dann jeder nachschauen kann, welche Klinik macht welchen Eingriff, wie oft welche Klinik ist da besonders geeignet. Somit eine wichtige Reform, eine Revolution in unserem Krankenhauswesen, eine Reform, an der 2 Jahre gearbeitet wurde und die Qualität der Versorgung im Krankenhaus in Deutschland nach vorne bringen wird. Vielen Dank, Herr Minister. Wir kommen zu Ihren Fragen und fangen hier vorne an. Frau Gelatut von der Wirtschaftswoche. Herr Lauterbach, Sie sprechen von einer Revolution und dass wir zu viele Häuser haben. Wenn Sie jetzt die Verantwortung auf sich nehmen, auch ohne die Länder, dann müssen Sie ja normalen Menschen erklären können, für welche Kliniken künftig von der Qualität her und von ihrer Organisation her kein Platz mehr ist. Könnten Sie das mal Normalsterblichen erklären? Welche Kliniken gibt es künftig nicht mehr? Ja, zunächst einmal die Zuweisung der Leistungsgruppen ist ja die alleinige Hoheit der Länder. Das heißt, wie wird das funktionieren, wenn die Leistungsgruppen definiert sind? Die haben wir ja aus dem NRW-System übernommen. Dann werden die Länder den Krankenhäusern die Leistungsgruppen zuweisen. Und Krankenhäuser, die also die Voraussetzungen für die Leistungsgruppen nicht erbringen und also auch keine besondere Bedeutung haben für die Sicherstellung, werden dann langfristig nicht weiter an der Versorgung teilnehmen. Das ist aber alleine in der Hand der Länder. Die Länder können selbst im Prinzip planen,
Also welche Krankenhäuser sind jetzt benötigt, welche Krankenhäuser sind nicht unbedingt benötigt, wie verteile ich die Fälle und wie stelle ich sicher, dass die Spezialisierung, die wir hier ermöglichen, auch überall umgesetzt ist? Nachfrage, aber Sie müssen diese Häuser ja im Blick haben. Sie können ja nicht einkalkulieren, dass die falschen dann getroffen sind. Also welche Häuser sind in Ihrer Matrix nicht mehr die richtigen für die Zukunft? Die Länder haben die alleinige Zuständigkeit für die Sicherstellung. Das heißt, die Länder entscheiden nachher in ihrer Region zum Beispiel, welche Kliniken machen die Wirbelsäulenchirurgie. Und da kann ein Land hingehen und sagen, ich spezialisiere hier stark und das sollen in dieser Region nur 2 Häuser sein. Es kann aber ein Land auch hingehen und kann sagen, es sollen 4 Häuser sein. Wenn die Qualitätsvoraussetzungen für die Wirbelsäulenchirurgie gegeben sind, kann das Land selbst aussuchen, machen das jetzt hier 2 Häuser, machen es 4 Häuser. Somit ist dies die Aufgabe der Länder. Die Länder haben auch immer wieder darauf hingewiesen, dass sie diese Sicherstellung alleine beherrschen. Es ist ihre Zuständigkeit und die Länder müssen nachher daher selbst aussuchen, wie setze ich die Reform um, wo wird zentralisiert, welche Krankenhäuser machen was. Ganz klar ist, dass die ländlichen Häuser durch die Zuschläge, die ich eben erwähnt habe, und durch die Finanzierung der Level 1 E-Klinik, dass die fast alle dort, wo sie benötigt werden, also wo sie für die Sicherstellung notwendig sind, überleben werden. Weil zum einen schaffen wir die wirtschaftlichen Voraussetzungen und zum zweiten kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Land dann diese Häuser aus der Sicherstellung herausnimmt, denn dann sind sie aus der Landessicht benötigt und von uns sind sie finanziert. Frau Kollegin. Charlotte Kurz, Deutsches Ärzteblatt. Herr Lauterbach, ich würde gerne fragen, einmal hat das Justizministerium, was wir so hören, verfassungsrechtliche Bedenken geäußert, dass das Gesetz, so wie Sie es planen, auch zustimmungsfrei tatsächlich durch den Bundesrat so durchgeht. Die Forderungen der Länder sind kaum im Kabinettsentwurf enthalten. Die Leistungsgruppen sollen aber schon im Gesetzentwurf definiert werden. Wie sorgen Sie dafür, dass das Gesetz tatsächlich auch nicht im Bundesrat blockiert oder abgelehnt wird? Und wenn ich noch eine zweite Frage stellen darf, im Kabinettsentwurf ist dieser Teil der medizinisch-pflegerischen Leistungen von den sektorenübergreifenden Versorgungseinrichtungen gestrichen worden. Warum ist das gestrichen worden? Würde mich interessieren. Danke. Ja, in der Tat, also die verfassungsrechtliche Prüfung, ob das Gesetz zustimmungsfrei ist oder zustimmungspflichtig ist, haben die beiden dafür zuständigen Ressorts sehr gründlich vorgenommen, das Bundesinnenministerium und das Bundesjustizministerium. Und die Reform ist so gestaltet, dass sie bundesratszustimmungsfrei ist. Von daher also werden wir gute Verhandlungen mit den Ländern haben. Und zum Zweiten, also die medizinisch-pflegerische Leistung, die muss noch geprüft werden, weil es dort tatsächlich also verfassungsrechtliche Bedenken gegeben hat. Werden wir diese Leistung neu einführen. Wir führen sie aber nur für einen Teil der Kliniken ein, also nur für die Level 1 E-Kliniken. Dann wäre dies verfassungsrechtlich bedenklich gewesen. Und weil wir jedes rechtliche Risiko hier aus verständlichen Gründen ausschließen wollen, haben wir diese Leistung zunächst einmal nicht in den Kabinettsentwurf aufgenommen. Frau Spiekermann. Ich würde gerne noch mal, Herr Minister Lauterbach, beim Bundesrat nachhaken. Da gibt es ja nach wie vor, also es gibt ja den Vermittlungsausschuss, das heißt, das Gesetz, das kann ja jetzt auch sich sehr in die Länge ziehen. Wie sehen Sie das perspektivisch? Und dann hatten Sie gerade schon mal angedeutet, das wäre die zweite Frage, dass es viele unnötige Operationen gab. Jetzt werden sich die Kliniken ja aufstellen, um bestimmte Kriterien zu erfüllen. Besteht im Moment die Gefahr, dass es noch mehr unnötige Operationen gibt? Nein, zunächst einmal, also ich glaube nicht, dass es gesetzlich bei der Befassung im Bundesrat in die Länge ziehen wird, weil jeder hat ja ein großes Interesse, dass das Gesetz kommt. Die also wirtschaftliche Lage vieler Kliniken ist ja schlecht und im Gesetz ist auch vorgesehen, dass also die Tarifsteigerungen, die noch 24 entstanden sind, rückwirkend also ausgeglichen werden. Außerdem werden die Landesbasisfallwerte nach oben angepasst. Das sind wichtige Forderungen der Länder. Auch der Transformationsfonds ist von vielen Ländern verlangt worden. Dem kommen wir nach.
Die Krankenhäuser sind in einer sehr prekären Situation und die Qualitätsdefizite wirken sich auch aus. Viele Häuser also haben große Schwierigkeiten. Daher werden die Länder natürlich ein Interesse haben, dieses Gesetz mit uns gemeinsam zu verabschieden. Ich gehe nicht von, also, nicht von einer Hängepartie aus. Das kann sich niemand leisten. Das können die Länder sich nicht leisten. Das können wir uns nicht leisten. Das wird also eine gute und auch schnelle Befassung sein. Und zum Zweiten, nein, es ist so, wenn die Fallpauschalen also nicht mehr bestimmend sind für die Budgets und darüber hinaus auch für die Erbringung bestimmter Leistungen Qualitätskriterien notwendig sind, dass man die erfüllt, wird die Zahl der überflüssigen Leistungen zurückgehen. Bleiben wir mal bei der Wirbelsäulenchirurgie, ein Bereich, wo wir derzeit also eine sehr starke Steigerung der Leistungen sehen, auch von Leistungen, die gefährlich sind, wenn sie nicht also in geübter Hand gemacht werden oder in Kliniken, die spezialisiert sind. Das wird zum einen weniger werden, weil viele Häuser die Qualitätskriterien nicht erfüllen, die dafür notwendigen Facharztzahlen nicht erfüllen oder die notwendigen anderen Leistungsgruppen nicht haben, meinetwegen bei der Wirbelsäulenchirurgie auch eine neurologische Abteilung. Viele Häuser haben das nicht, die können das dann in der Form nicht so leicht erbringen wie jetzt und es wird dann auch nicht notwendig sein, weil diese Häuser dann in anderen Bereichen die Vorhaltepauschale bekommen und vielleicht dann auch nicht mehr diese Fälle machen müssen. Kleine ländliche Häuser zum Beispiel können dann von den Zuschlägen, die ich eben beschrieben habe, für Notfall, für Intensivmedizin, für Geburtshilfe, für Kinderheilkunde, Sicherstellungszuschläge haben wir auch noch erhöht. Davon können die kleinen Häuser dann leben und müssen dann die prekären Wirbelsäuleneingriffe nicht mehr machen, für die sie dann sowieso die Qualitätskriterien nicht erfüllen würden. Kurzer Zusatz, ich meinte die Situation jetzt, also die Kliniken stehen ja unter enormem Druck, also ist da nicht auch der Druck da, mehr Operationen zu machen, um ein gewisses, also wirtschaftliches Ziel zu erreichen? Die Lage jetzt ist eine schwierige Situation, das habe ich ja beschrieben und ich glaube, dass wir also mit dieser Reform schnell handeln müssen. Ein wichtiges Instrument daher ist tatsächlich auch das Transparenzgesetz. Weil es ist ja jetzt mittlerweile auch in der Öffentlichkeit bekannt und viele bekommen mit, dass Eingriffe, beispielsweise Knieeingriffe, Hüfteingriffe, Wirbelsäuleneingriffe oft gemacht werden, wo also auch ökonomische Aspekte eine Rolle spielen. Durch den also Klinikatlas wird man sofort sehen, welche Häuser sind da spezialisiert, machen die Eingriffe, wie oft sind zertifiziert. Und ich glaube, daher die Reform wird eine Wirkung auf den Abbau überflüssiger Leistungen haben, schon also lange bevor sie komplett umgesetzt ist. Das sehen wir übrigens auch schon. Die Reform wirkt jetzt schon in gewisser Weise, weil die Patientinnen und Patienten sind kritischer geworden, was also überflüssige Leistungen angeht. Das ist ja einer der Gründe, weshalb jedes dritte Bett leer steht. Herr Drebes. Ja, Herr Lauterbach, Sie sprachen jetzt mehrfach davon, dass es gute Gespräche geben wird, schnelle Gespräche mit den Ländern oder schon gab. Angesichts der Kritik kann davon aber ja eigentlich keine Rede sein. Aus Baden-Württemberg gibt es eben die Drohung mit einer Verfassungsklage, es gibt die Drohung mit einem Vermittlungsausschuss. Und wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, deswegen nochmal die Nachfrage, rechnen Sie nicht damit, dass es dann im Bundesrat zu einer Befassung des Vermittlungsausschusses kommen wird, richtig? Also zunächst einmal Spekulationen über den Vermittlungsausschuss und so weiter und so fort ist hier nicht angebracht. Wir werden mit den Ländern reden. Ich habe mit also drei ganz also zentralen Ministern der Länder gestern nochmal gesprochen und ich glaube, dass die also das Verständnis, dass wir hier zusammenkommen, sehr groß ist. Das war mein Eindruck auch gestern in diesen Gesprächen wieder. Ich habe den Ländern auch durch die GMK-Vorsitzende Frau von der Decken mitteilen lassen, dass wir uns demnächst hier im BMG wieder zusammentreffen werden, Länder, Fraktionen und der Bundesminister. Und dann reden wir auch über die Punkte, die den Ländern wichtig sind. Da sind ja auch gute Punkte dabei. Ich hatte es schon angesprochen, Entbürokratisierung, stärkere, also sektorenübergreifende Versorgung. Bei den Qualitätskriterien ist der Bund halt sehr wenig beweglich. Da sind wir sehr robust unterwegs. Das wissen die Länder, aber ich glaube, wir kommen da gut zusammen. Und zusätzlich, wenn ich darf, vielleicht können Sie es nochmal ganz genau auf den Punkt bringen, mit wie vielen Insolvenzen bis Jahresende rechnen Sie, wenn diese Reform nicht kommt und mit wie vielen rechnen Sie, wenn die durchgeht? Das kann man so nicht sagen. Also ich glaube nicht, dass wir eine große Insolvenzwelle bekommen werden.
Wir haben auch im letzten Jahr keine große Insolvenzwelle gehabt. Ich glaube, insgesamt sind nur 7 Standorte ganz, also vom Netz gegangen und oder endgültig vom Netz gegangen. Wir werden, wenn das Gesetz beschlossen wird, durch die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, 6 Milliarden eben Liquiditätshilfe, rückwirkende Erstattung der erhöhten Tarife, auch außerhalb der Pflege und dann Erhöhung der Landesbasisfallwerte, werden wir eine große Insolvenzwelle abwenden. Die eigentliche Zentralisierung kommt nicht durch Insolvenzen, sondern die kommt, wenn die Länder nachher die Leistungsgruppen zuweisen. Wenn das Gesetz also fertig ist, dann werden die Länder die Leistungsgruppen zuweisen und dann ist es eben nicht mehr so, dass jeder alles darf, sondern für die Leistungsgruppen, um diese abrechnen zu können, müssen bestimmte Qualitätskriterien erfüllt sein. Und da wird sich dann viel bewegen. Da glaube ich, wird es Zusammenschlüsse geben. Da wird man auch nochmal darüber nachdenken müssen, wie man also trägerübergreifende Zusammenschlüsse ermöglicht, auch kartellrechtlich und so weiter. Da kommt dann also tatsächlich viel Bewegung ins Feld. Aber 24 wird kein Jahr sein, in dem wir viele endgültige also Klinikschließungen also beobachten. Wir werden durch das Gesetz, was wir jetzt beschließen werden, ich bin fest davon überzeugt, die Reform wird kommen, werden wir eine große Schließungswelle abwenden. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Herr Minister, Sie arbeiten ja im Zusammenhang mit den Ländern so ein bisschen mit Zuckerbrot und Peitsche. Auf der einen Seite sagen Sie, wir führen gute Gespräche und die Länder haben auch einige gute Punkte, was Entbürokratisierung angeht, was die Sektoren angeht. Gleichzeitig sagen Sie aber auch oder werfen den Ländern vor, dass sie die Qualität aushöhlen wollen. Das ist ja schon ein starker Vorwurf auch, denn schließlich geht es bei der Qualität am Ende ja auch um Leben und Tod in den Kliniken. Was genau werfen Sie den Ländern vor? Warum sollten die Länder ein Interesse haben, die Qualität auszuhöhlen? Auszuhöhlen, also ist ein schwieriges Wort hier, aber zunächst einmal, mir geht es nicht also um den Tod einer Klinik oder was. Das also, ist also wirklich eine schwierige Metapher, wenn eine Klinik, die in einer überversorgten Region nicht mehr am Netz ist, dann ist das eigentlich ein Vorgang, der nicht schwierig ist. Wir haben ja in westdeutschen Großstädten haben wir zum Teil eine drastische Überversorgung. Für diese Überversorgung haben wir nicht genug Pflegekräfte, nicht genug Ärzte und die Versorgung in den Kliniken ist dort zum Teil auch aus diesen Gründen nicht so gut. Das heißt, wird eine solche Klinik jetzt geschlossen oder gewandelt in eine ambulante Versorgungseinrichtung, dann ist das nicht wirklich schwierig. Was mich mehr bedrückt, ist, dass Menschen sterben, weil also wir die Spezialisierung eigentlich hätten. Wir haben die Spezialkliniken. Wir nutzen sie aber nicht ausreichend. Viele Patienten mit Schlaganfällen, Herzinfarkten, Krebserkrankungen könnten ohne viel zeitlichen Mehraufwand in Spezialkliniken versorgt werden und würden überleben. Das ist etwas, was mich stark bewegt. Und da machen wir keine Abstriche, das wollen wir umsetzen. Dass die Länder zum Teil also da mehr Freiheiten haben wollen oder sagen, naja, die Qualität also hat uns immer noch gereicht oder was auch immer, das ist übrigens auch nicht bei allen Ländern der Fall, das muss ich hier nicht kommentieren, aber es ist für uns einfach keine verhandelbare Position. Herr Warwick. Warwick, Nachdenkseiten. Herr Lauterbach, Sie hatten jetzt in Ihrem Eingangsstatement relativ scharfe Kritik an den Fallpauschalen formuliert. Das klang jetzt so, als hätten Sie da gar keine Rolle gespielt. Das Gegenteil ist ja der Fall gewesen Anfang der Nullerjahre. Da würde mich nur interessieren, bedauern Sie denn in der Rückschau Ihren damaligen Einsatz für die Fallpauschalen? Zunächst, die Fallpauschalen sind damals nicht so eingeführt worden, wie ich das damals schon vorgeschlagen hatte. Ich hatte damals schon vorgeschlagen, dass die Fallpauschalen nicht für die Universitätskliniken eingeführt werden sollten, weil sie Spezialkliniken und den Unikliniken nachweislich schaden. Das war damals schon meine Position. Dazu hatte ich auch gutachterlich gearbeitet. Das können Sie nachvollziehen, wenn Sie möchten. Somit die Einführung der Fallpauschalen ist in der Art und Weise, wie damals geschehen, nicht mein Vorschlag gewesen. Trotzdem war ich damals mit beteiligt, weil damals hatten wir ein anderes Problem. Da hatten wir also viel zu lange Liegezeiten. Und damals wurde das Geld gemacht, indem die Patienten unnötigerweise lange lagen. Das Problem ist aber schon seit vielen
Jahren gelöst und daher hätten die Fahrtpauschalen weiterentwickelt werden sollen. Sie haben sich aber mittlerweile in Deutschland so stark verselbstständigt und sind so dominierend bei der Anreizstruktur, dass jetzt nur noch eine Überwindung also des Systems sinnvoll ist. Und das System, was wir jetzt machen mit den Vorhaltepauschalen, ist ein ganz klar besseres System, weil es die Daseinsfürsorge und die Endökonomisierung bei gleichzeitig verbesserter Qualität umsetzt. Noch Zusatz? Zumindest nach meinem Wissensstand haben bei dem jetzt vorliegenden Reformvorschlag oder Krankenhausreform auch zahlreiche Gesundheitsökonomen aus dem Orbit der Bertelsmann Stiftung mitgeschrieben. Könnten Sie das vielleicht ein bisschen stärker quantifizieren? Wie viel Prozent Bertelsmann Stiftung steckt in dieser Reform? Es gibt also keinerlei Bezug der Reform zur Bertelsmann Stiftung. Also ich habe mit Mitgliedern der Bertelsmann Stiftung oder was auch immer also damit kenne ich mich noch nicht einmal aus. Und ob einzelne Mitglieder unserer Regierungskommission Krankenhaus mal auch für die Bertelsmann Stiftung gearbeitet haben, mag sein. Das gesamte Konzept hat im Prinzip die Expertenkommission in Form eines Vorschlags entwickelt. Den haben wir dann aber sehr stark weiterentwickelt. Das ist jetzt ein Produkt im Prinzip des Bundesgesundheitsministeriums. Frau Kollegin. Danke, Tina Handel, ARD Hauptstadtstudio. Herr Lauterbach, es gibt ja Kliniken, die haben sich schon auf den Weg gemacht oder planen, in den nächsten Jahren Bereiche zusammenzulegen, damit Personal nicht mehr pendeln muss, müssen aber zum Beispiel einen Neubau erstmal planen, also brauchen noch ein bisschen, bis sie dann so weit sind und so voll von dem System profitieren können, haben also Sorge, dass vorher, bevor das alles greift, ihre Bereiche womöglich geschlossen werden müssen. Welche Art von Bestandsschutz geben Sie solchen Häusern, die eigentlich sich auf den Weg gemacht haben, aber jetzt eben die Sicherheit brauchen, dass das auch, dass das Personal zum Beispiel bleibt überhaupt und dass sie das so machen können, diese Fusion? Und die zweite Frage ist, wann rechnen Sie damit, dass die erste Lesung im Bundestag stattfinden könnte und wann letztendlich die Verabschiedung dort? Ja, zunächst einmal, also wir können ja keinen Bestandsschutz aussprechen, weil wir überhaupt keine Mitsprache auch nur bei der Sicherstellung haben. Das ist ja die alleinige Aufgabe der Länder. Wenn aber jetzt beispielsweise hier Häuser geplant haben, dann können sie durch den Krankenhausstrukturfonds in 25 und ab 26 dann durch den Transformationsfonds natürlich Mittel beantragen, die für die Weiterführung des Umbaus genutzt werden können. Somit haben wir nirgendwo eine Lücke. Im Prinzip die Planungen, die jetzt stattfinden, die können schon also im nächsten Jahr durch den Strukturfonds unterstützt werden und im Jahr darauf durch den also Transformationsfonds und können schon im Jahr jeweils davor beantragt werden. Es gibt keine Lücke der Finanzierbarkeit eines sinnvollen Umbaus, aber welcher Umbau jetzt sinnvoll ist, das liegt bei den Ländern. Die Länder können hier, die Reform ist sehr radikal. Die Reform erlaubt es den Ländern im Prinzip, also die Krankenhausstruktur in ihren Bundesländern komplett umzubauen. Also ein Land kann hingehen und kann sagen, also die Leistungsgruppe Wirbelsäulenchirurgie, die möchte ich an 10 Standorten haben. Das sind die Standorte. Wenn die Qualitätskriterien dann durch diese Standorte erfüllt werden können, sind das die Standorte, die Wirbelsäulenchirurgie machen. Das könnten sogar Standorte sein, die das bisher nicht gemacht haben. Und Standorte, die es bisher gemacht haben, könnten übergangen werden. Die Länder können die Krankenhausplanung komplett umstellen. Und man hat im Prinzip hier eine Möglichkeit, die man nie hatte. Wenn man hier plant, der Standort macht das, der Standort macht das, dann folgt auch das Geld, weil der Bund dann die Vorhaltepauschale dorthin gibt, wo das Land sagt, dort will ich die Vorhaltung haben. Das Geld folgt den Wünschen der Länder. Daher können die Länder ihre Krankenhausstruktur komplett umbauen. Diese Möglichkeit gab es noch nie. Bisher konnten die Länder da viel planen, aber das Geld ging nicht mit. Jetzt geht das Geld dorthin, wo die Länder sagen, dort wollen wir es haben, solange wie die Qualitätskriterien erfüllt sind. Ein radikalster Umbau wäre möglich. Die Bundestagsfrage noch. Zusatz, fragen Sie.
Ich hatte gerade schon gefragt, wann rechnen Sie damit, dass die erste Lesung im Bundestag... Genau. Ja, vor der Sommerpause wollen wir die erste Lesung im Bundestag machen. Das Gesetz ist sehr eilbedürftig, daher hat das Kabinett das also Gesetz auch als eilbedürftig erklärt. Eilbedürftiges Gesetz war ja auch im Laufe dieser Diskussion klar. Und also hoffe daher, dass wir im Herbst sehr schnell zusammenkommen werden mit der zweiten, dritten Lesung und einer Einigung im Bundesrat. Herr Kollege. Danke, Fabian Busch von Lab.de und GMX. Es gibt von der Stiftung Patientenschutz die Kritik, dass die Reform wichtige Alltagsprobleme nicht angeht in Krankenhäusern, wie zum Beispiel lange Wartezeiten, Terminverschiebungen, unklare Ansprechpartner. Da könnte man sich natürlich als Laie in der Tat vorstellen, dass sich solche Probleme eher verschärfen, wenn sich die Behandlung an weniger Häusern konzentriert. Was sagen Sie zu der Befürchtung? Also bei allem Respekt vor der Stiftung, ist ja in Deutschland wahrlich nicht das Problem, wenn jedes dritte Bett leer steht. Also kämpfen wir nicht mit langen Wartezeiten. Im Gegenteil, wir haben halt viele Eingriffe. Da wäre vielleicht, also Eingriffe, die medizinisch gar nicht notwendig sind, da wäre vielleicht also eine Zweitmeinung, ob der Eingriff überhaupt benötigt wird. Das wäre sehr sinnvoll. Aber wir kämpfen nicht mit Wartezeiten. Wir nehmen daher auch sehr viele Patientinnen und Patienten aus dem Ausland auf. Wir haben dort überall Vakanzen, wir haben Möglichkeiten. Und daher das also Wartezeitenproblem also, ist also für solche Gesundheitssystem im Krankenhaussektor nicht. Also bei Fachärzten, klar, wenn sie nicht privatversichert sind und wollen einen Facharzttermin in der Großstadt, kann das passieren, dass sie da warten müssen, oft monatelang, das ist schwierig. Auch dazu machen wir ein Gesetz, ist nicht Gegenstand heute. Im Krankenhaus haben wir das Problem bisher nicht und daher also, sehe ich da keine Schwierigkeiten. Wir haben Überkapazität. Wir haben mit 1700 Krankenhäusern jedes dritte Bett leer. Wir haben Überkapazität. Und eben diesen Anreiz, über die Fallpauschalen zu viel zu machen. Wir haben 16 Millionen stationäre Krankenhausaufenthalte. Das ist sehr viel. Das ist eigentlich zu viel für die Bevölkerungsdichte, also viel mehr zumindest als im europäischen Vergleich, also auch viel mehr als medizinisch, epidemiologisch sinnvoll wäre. Zu viele stationäre Krankenhausaufenthalte. Auch viele, die ambulant gemacht werden könnten. Definitiv kein Wartezeitproblem. Herr Witzdum. Herr Lauterbach, das System der Fallpauschalen wird ja nur partiell überwunden, weil ja nur 60% Vorhaltepauschale sind, 40% bleiben ja quasi nach einem System, wo die Zahl der Fälle weiterhin relevant ist. Fürchten Sie nicht, dass über diese 40% die Fallpauschale weiterhin eine starke oder dominierende Bedeutung behält? Also die 60% sind lange ausgewertet worden. Das ist ein aus meiner Sicht der Softspot guter Qualität. Wenn die also Vorhaltepauschale jetzt meinetwegen 80% oder 90% ausmachen würden, dann gäbe es auch Kliniken, die kaum Fälle machen würden, würden aber sehr gut verdienen. Das kann nicht im Interesse der Bürger sein. Dann würden Kliniken hohe Gewinne machen, indem sie einfach wenig behandeln und kassieren 80% oder 90% der Vorhaltepauschale. Das also kann nicht richtig sein. Wäre die Vorhaltepauschale jetzt viel niedriger, sagen wir 40% oder 30%, könnten wir uns die gesamte Reform sparen, weil dann wäre die Fallpauschale nach wie vor der dominierende Ansatz. Somit müssen Sie bei einer solchen Zahl, müssen Sie den Softspot der Qualität finden. Und der Softspot für gute Qualität sind die 60%. Noch eine Nachfrage. Sie sagten, die Länder können eine radikale Reform durchführen. Welche Soft-Reform könnten Sie denn durchführen? Also was ist das Minimum, was sich Länder leisten könnten innerhalb der Reform? Also wir werden die Reform so umsetzen, wie jetzt also heute vorgetragen. Und die Länder haben ein paar sehr gute Vorschläge, Entbürokratisierung, Ambulantisierung, gar keine Frage. Da werden wir das ein oder andere aufgreifen. Aber im Großen und Ganzen wird die Reform nachher ungefähr da landen, wo wir derzeit sind. Also wir haben ja lange daran auch gearbeitet, auch mit den Ländern übrigens zusammen. Somit also denke ich, wird das eine gute Reform mit den Ländern werden. Frau Kurz.
Herr Lauterbach, Sie hatten es selbst angesprochen, dass viele Ärztinnen und Ärzte unglaublich mit Bürokratie beschäftigt sind in den Krankenhäusern. Können Sie mal ganz konkret, was sagen Sie den Ärztinnen und Ärzten in Deutschland? Was ändert sich durch die Reform? Wie wird Ihr Arbeitsalltag besser und wie haben Sie konkret mehr Zeit für die Patientenversorgung? Ja, drei Sachen. Zum einen, also die Fehlbelegungsprüfung, die ja für jeden einzelnen Fall vorgenommen wird, die wird natürlich in der jetzigen Form nicht weitergeführt werden müssen, denn wenn hier 60% des Budgets über Vorhaltepauschalen bezahlt werden, dann macht es keinen Sinn, jeden einzelnen Fall zu prüfen. Das ist aber eine enorme bürokratische Belastung. Dann also die vielen Dokumentationen, die notwendig sind, um den sogenannten Fixkostendegressionsausgleich zu berechnen und weiterzugeben, das ist ebenfalls nicht mehr nötig. Und dann eben die vielen Dokumentationen, die notwendig sind, um bei Bereinigungen später defensiv aufgestellt zu sein, wenn es zu der Prüfung kommt durch die medizinischen Dienste, ob die Verweildauern entsprechend gewesen sind, ja oder nein. Da kommen wir zu einer massiven Entbürokratisierung. Übrigens besonders bei den kleinen Häusern, bei den Level 1E-Kliniken, weil wir dort ja mit der Tagespauschale und den ambulanten Abrechnungen dann sehr viel von dem, was wir derzeit dokumentieren, nicht mehr dokumentieren müssen. Wo noch dokumentiert wird, wird es übrigens auch sehr viel einfacher werden, weil durch die Verfahren der künstlichen Intelligenz und die Verbesserung der Nutzung künstlicher Intelligenz auch bei der Nutzung der Krankenhausinformationssysteme wird viel Routine-Dokumentation vereinfacht und wird dann auch für die Abrechnung genutzt werden können. Somit die Krankenhausinformationssysteme, das ist ein anderes Gesetz, aber durch das Gesetz, was wir jetzt machen, Einführung der Digitalagentur, werden wir mit künstlicher Intelligenz deutliche Entbürokratisierung nochmal im Krankenhaus aus der Routine, Dokumentation in die Abrechnungssoftware erwirken. Gut. Noch eine kurze Frage. Sie hatten eine weitere Bund-Länder-Runde angesprochen. Gibt es da schon einen Zeitplan, wann die stattfinden soll? Ja, ich habe der Vorsitzenden der Gesundheitsministerkonferenz gestern angeboten, dass wir uns in 2 Wochen nach Kabinettsbeschluss noch einmal treffen werden. Ich glaube, wir werden in den nächsten Stunden dort zu einer Einladung kommen. Frau Spieker. Herr Minister Lauterbach, Sie kritisieren die Länder und sagen aber gleichzeitig, dass es zeigen sich zuversichtlich, dass es Kooperationen gibt. Würden Sie sagen, es gibt jetzt schon sehr lange Bund-Länder-Gespräche, würden Sie sagen, wenn die Länder kooperativer gewesen wären, gäbe es jetzt diese Situation nicht, die wirklich sehr schwierige Situation von vielen Kliniken? Und das andere ist der Fonds, der ja die Reform finanzieren soll. Sie sagen, das wird über Beiträge finanziert. Ist das nicht auch ein sehr waghalsiges Manöver, vor allen Dingen für die Patienten, denen ja dann damit eine Beitragserhöhung droht? Zunächst, die Länder haben sich aus meiner Sicht im Großen und Ganzen, was die Reform angeht, fair verhalten. Wir haben diese Eckpunkte beschlossen, die Reform vorzubereiten, ist enorm schwierig. Da haben wir sehr, sehr viel Zeit investieren müssen. Somit, die Reform wäre nicht viel schneller gewesen, wenn die Länder jeden Punkt aufgegriffen hätten. Das ist wirklich eine Reform. Da braucht man, wenn man so eine Reform macht, also eine Grundsatzreform, da braucht man 1 bis 2 Jahre. Von daher wären wir ohne den Widerstand einiger Länder, wären wir nicht viel schneller gewesen. Das kann man den Ländern nicht vorwerfen. Und zum Zweiten, die Kritikpunkte der Länder, da gibt es Kritikpunkte, mit denen kommen wir gut klar, eben bei der Qualitätskritik nicht. Und das wissen die Länder aber auch und da werden wir zum Schluss zusammenkommen. Die Gefährdung der Patienten, die haben wir jetzt. Jetzt sind die Patienten gefährdet, weil Krankenhäuser gerade die wirtschaftliche Not sind, die zum Teil auch nicht das optimale Personalgerüst noch haben, wo schon viele weggegangen sind, wo wenig Pflege ist, jede 6. Pflegeschicht ist unterbesetzt. Das sind Krankenhäuser, die würden selbst gerne eine bessere Qualität anbieten, als sie können. Das ist eine Gefährdung für die Patienten. Wenn die Patienten jetzt über ihre Versicherungsbeiträge mit dazu beitragen, dass wir die Krankenhäuser neu aufstellen, dann ist das richtig, weil die damit einhergehenden Wirtschaftlichkeitsgewinne, die kommen ja auch den Versicherten zugute. Diese Reform wird ja dazu führen, dass überflüssige Leistungen verschwinden,
dass Qualitätsdefizite abgebaut werden, dass Standorte nicht mehr so am Netz sein werden, die wir nicht unbedingt benötigen. Das sind ja alles Kostensenkungen. Die kommen ja dann auch bei den Versicherten an. Und daher finde ich es richtig, dass diese Reform hälftig, was die Transformation angeht, von den Krankenkassen bezahlt wird, weil die Krankenkassen haben dann ein besonderes Interesse auch daran, dass die Reform so umgesetzt wird, dass die Effizienz steigt. Hätten wir das alles aus Steuermitteln bezahlt, wäre die Versuchung groß gewesen, dass wir damit einfach laufende Defizite ausgeglichen hätten und wir hätten gar keine richtige Strukturreform bekommen. Das musste auf jeden Fall vermieden werden. Ich habe jetzt noch 4 Kolleginnen und Kollegen auf der Liste, die würde ich gerne noch dran nehmen und dann abschließen. Wir fangen bei den Kollegen in der Mitte. Vielen Dank, Arno Fricke, Ärztezeitung. Herr Minister, die Reform ist ja jetzt mit dem Kabinettsbeschluss und dann der Bundestagsbefassung noch nicht zu Ende. Sollen ja dann noch Rechtsverordnungen kommen. Könnten Sie da noch etwas zum Zeitplan sagen und was genau dann damit scharf geschaltet werden kann? Ja, wir werden einige Rechtsverordnungen da noch bringen. Zum einen, wir haben, weil wir mit Nordrhein-Westfalen sehr gut zusammengearbeitet haben, haben wir zunächst einmal die Leistungsgruppen und auch die Qualitätsanforderungen für die Leistungsgruppen aus Nordrhein-Westfalen übernommen. Es ist aber medizinisch und auch wissenschaftlich unstrittig, dass wir eigentlich noch ein paar zusätzliche Leistungsgruppen benötigen würden. Und somit ist die Weiterentwicklung der Leistungsgruppen, zusätzliche Leistungsgruppen, Weiterentwicklung der Qualitätskriterien für die Leistungsgruppen, das ist Gegenstand einer Rechtsverordnung. Die werden wir dann aber mit den Ländern gemeinsam beschließen. Darüber hinaus ist es so, bei der genauen Ausgestaltung, wie werden die Mittel des Transformationsfonds ausgegeben, wollen wir die Länder beteiligen, weil das sind nachher auch Mittel, die die Länder bewilligen werden. Die Anträge werden dann ja bei den Ländern gestellt. Auch dafür wird es eine Rechtsverordnung geben, die werden wir mit den Ländern machen. Aber das sind keine Rechtsverordnungen, wo ich Widerstände der Länder erwarte, weil die Länder haben auch ein Interesse daran, die Leistungsgruppen weiterzuentwickeln. Und die Länder, das werden übrigens spätestens dann die Kliniken wollen, weil spezifischere Abbildung einiger Leistungen durch eigene Leistungsgruppen ist ein Interesse der Kliniken. Die werden dann bei den Ländern quasi auf der Matte stehen und wollen das dann haben. Das wird kommen. Und die Länder wollen den Transformationsfonds selbst ausgeben, wollen da beteiligt sein, wollen die Kriterien bestimmen. Daher werden die auch diese Rechtsverordnung nicht blockieren. Somit wird die Reform durch die Rechtsverordnungen, die noch zu beschließen sind, mit Zustimmung der Länder nicht verzögert werden, weil das sind Rechtsverordnungen, die im Interesse der Länder sind. Zusatz? Wann genau werden die Rechtsverordnungen eingeplant? Sind jetzt vorgesehen für das Frühjahr 2025. Wir wollen wirklich diese Reform mit allen Komponenten von der Vergütungsreform, Qualitätsreform, dann Vorhaltepauschalen, Rechtsverordnungen, Leistungsgruppen, das wollen wir alles in dieser Legislaturperiode beschließen. Im Prinzip soll die große Krankenhausreform so funktionieren, dass sie in dieser Legislaturperiode begonnen wurde und in dieser Legislaturperiode zum Abschluss gebracht wird, sodass wir für die nächste Legislaturperiode für mich dann keine weitere Beschäftigung mit dieser Reform vorsehen. Bitte schön. Ja, Katharina Seiler, NDR. Eine der Kritiken, die von den Ländern auch immer wieder geäußert wird, ist ja, dass es keine Auswirkungsanalyse für diese Reform gab. Wird das noch, warum hat der Bund das eigentlich nicht gemacht und wird das vielleicht noch nachgeliefert? Und zur Entbürokratisierung, wo sich der Bund ja noch bewegen will, wird das dann im parlamentarischen Verfahren sein? Ja, die Auswirkungsanalyse ist ja nur möglich, wenn die Länder sagen, was sie vorhaben. Ich hatte eben schon gesagt, wenn jetzt ein Land hingeht und sagt, Wirbelsäulenchirurgie an 10 Standorten, wenn das der Wunsch der Länder, des Landes ist, dann können wir dann analysieren, was bedeutet das für die Krankenhäuser, die die Wirbelsäulenchirurgie nicht mehr machen dürfen? Was bedeutet das für die Krankenhäuser, die jetzt die Wirbelsäulenchirurgie bekommen?
Aber wir können ja nur die Auswirkungen dessen analysieren, was das Land vorhat. Ich weiß ja nicht, also was die Länder jetzt, also welche Länder jetzt wie stark zentralisieren wollen, wo welche Leistung hingehen wird und so weiter. Und somit, wenn wir das wie folgt machen, wir haben also ein Instrument, womit wir Leistungsgruppen genau für jeden Standort dann die Auswirkungen berechnen können, in Form der Zahl der Fälle, Bedarfsdeckung, also in der Region dann, ganz Deutschland ist in 80.000 also Regionen unterteilt, 1.000 Einwohner, dann können Sie also einheitsgenau sehen, also wenn das jetzt der Wunsch ist, meinetwegen Wirbelsäulen an den Standort, können Sie in den also Tausender Einheiten drumherum genau sehen, ob dort die Bedarfsabdeckung da ist oder nicht und so. Das lässt sich dann alles modellieren mit einem Instrument, wo dann die ökonomischen und auch die Bedarfsabdeckungsfolgen abgeschätzt werden können. Aber wenn die Länder noch nicht zugewiesen haben oder uns auch noch nicht gesagt haben, was sie vorhaben, dann kann nicht modelliert werden. Ich kann ja nur modellieren, was die Länder vorhaben. Und das wird sich zeigen, wenn die Länder die Leistungsgruppen verteilen werden. Was ich glaube, was passieren wird, ist das Folgende. Wenn wir also die Reform jetzt beschlossen haben, dass die Länder dann hingehen und die werden dann selbst mit diesem also Instrument arbeiten und werden sehen, welche Folgen hätte A, B, C, wenn wir das machen würden. Ich glaube, die Länder werden dann irgendwann selbst die Folgenabschätzung mit diesem Instrument vornehmen und brauchen uns dafür dann gar nicht mehr. Wir werden den Ländern dieses Instrument dann zur Verfügung stellen. Dann kann jedes Land schauen, das passiert mit der Luise, wenn wir A, B, C machen. Kann das Land dann selbst aussuchen. Und die Änderungen, die Entbürokratisierung, wann werden die kommen? Ja, im parlamentarischen Verfahren. Also wir laden ja jetzt die Länder ein und wenn jetzt gute Vorschläge da kommen, also die Fraktionen sind mit dabei. Alles, was wir also an guten Vorschlägen jetzt zusammenbringen, werden wir schnell also in das Gesetz einbringen, ins parlamentarische Verfahren schon. Herr Kollege. Ja, hallo, André Goldschmidt, Deutsche Welle. Herr Lauterbach, Sie hatten es von Kritik aus den Ländern, aber auch Ärzte und Krankenkassen haben ihre Bedenken geäußert. Inwiefern, also finden Sie an diese Kritikpunkte zum Beispiel höhere Kosten für Beitragszahlen oder mehr Bürokratie, finden Sie an diese Kritik, ist was dran, wurde irgendwie berücksichtigt im Prozess, im Verfahren bis zu diesem Gesetzentwurf? Danke. Also Bedenken, was auch immer man im Gesundheitssystem also an Reform bringt, Bedenken gibt es von morgens bis abends immer weiter. Und es ist dann, also dass wir so ein ausgeprägtes Bedenkertum haben. Also Bedenken war mein Wort. Ja, aber es ist trotzdem ein Wort, was mir sehr vertraut ist. Und Bedenken, also wenn ich also mit Bedenken bezahlt würde, dann also wäre ich sehr reich. Aber nein, wir nehmen alle also berechtigte Kritik auf, das ist ganz klar. Und es waren auch, ehrlich gesagt, zum Teil sehr gute Verhandlungen, Gespräche mit den Ländern, auch mit den Ärzten, auch mit den Verbänden. Wir sind auch mit den Verbänden im Kontakt. Aber eines möchte ich hier mal sagen, also die Reform wird ja von vielen, die sich gut auskennen, begrüßt. Wenn Sie darüber nachdenken, fast alle großen medizinischen Fachgesellschaften, beispielsweise die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie oder die Deutsche Krebsgesellschaft oder die Deutsche Gesellschaft für Urologie, die Wissenschaftsgesellschaften, also die Fachgesellschaften, aber auch der Verband der Universitätsdirektoren, der Sachverständigenrat im Gesundheitswesen, die Expertenkommission, sehr viele Einzelexperten, die Deutsche Krebsforschung, viele Wissenschaftler, Forscher, die sich mit dem System auskennen, begrüßen im Großen und Ganzen die Reform. Daher kann die Reform nicht ganz falsch sein. Also die Reform wird wirklich von sehr vielen Wissenschaftlern und Klinikern, Fachleuten in der Form, wie wir sie jetzt vorgetragen haben, unterstützt, weil es die Möglichkeit ist, also die Qualität der Versorgung deutlich zu verbessern,
gleichzeitig aber auch sicherzustellen, dass die Häuser, die wir auf dem Land dringend benötigen für die Routineversorgung, dass diese Häuser überleben können. Das ist keine Kleinigkeit. Frau Dutt. Herr Lauterbach, Sie haben vorher sehr stark auf diese Level 1i-Kliniken abgezielt, die gesondert bezahlt werden sollen, um eben die Versorgung in der Fläche zu sichern. Können Sie mal eine Größenordnung nennen? Gibt es dann pro Landkreis eine oder wie viel? Was für eine Größenordnung rechnen Sie, diese speziellen, die eben in der Fläche absichern sollen? Und können Sie das Wort mal bündig erklären? Ist das ein Gesundheitszentrum mit einem Bett über Nacht zur Kontrolle? Die Level 1E-Kliniken sind tatsächlich von den Ländern durchgehend begrüßt worden, das muss man auch mal sagen. Und zwar deshalb, weil wir also viele kleine Kliniken haben. 50% der Krankenhäuser in Deutschland haben weniger als 170 Betten. Wir sind quasi das Land in Europa mit den kleinen Krankenhäusern. Wir haben im Vergleich zu anderen europäischen Ländern haben wir nicht nur sehr viele Krankenhäuser, sondern wir haben sehr viele sehr kleine Krankenhäuser. Und diese kleinen Krankenhäuser machen zum Teil doch auch relativ große Eingriffe. Und da brauchen wir eine neue Struktur. Level 1E-Kliniken sind Kliniken, wo diese Häuser dann die allgemeine Chirurgie, allgemeine Innere anbieten, Notfallversorgung, aber auch stationäre Weiterbehandlung von komplizierten Fällen. Meinetwegen der große Eingriff ist in der Uniklinik gemacht worden. Und dann wird der Patient dann ortsnah nach Hause verlegt in die Level 1E-Klinik, wird dort weiter versorgt. Telemedizin kann dort gemacht werden, ambulante Versorgung, pflegerische Versorgung. Wir prüfen sogar, ob wir diese Krankenhäuser für die stationäre pflegerische Versorgung also ans Netz nehmen sollen. Somit sind das Gesundheitszentren, wo auch klassische Krankenhausversorgung gemacht wird, auch Operationen gemacht werden, meinetwegen Knochenbrüche, Blinddarmoperationen, Gallenblaseneingriffe und so weiter. Diese kleine Chirurgie, die mit guter Qualität in solchen Häusern gemacht werden kann, aber dort sollen dann nicht mehr die großen Darmkrebsoperationen gemacht werden. So muss man sich das vorstellen. Wie viele Häuser das sein werden, das entscheiden die Länder. Die Länder sind die Herrinnen der Sicherstellung. So, die nächsten Gäste stehen vor der Tür. Da muss ich bei denen entschuldigen, die nicht mehr drankommen. Es tut mir leid. Herr Minister, schönen Dank. Und wir sind am Ende dieser Pressekonferenz.